In der Tat war Politik insgesamt in den letzten Jahren eher Krisenmanagement. Das letzte Grundsatzprogramm war vor der Schuldenkrise, vor der Eurokrise, vor dem Verlassen der Briten der Europäischen Union, vor der Flüchtlingskrise, vor der Dynamik der Digitalisierung, die wir heute erleben. Und deshalb ist es Zeit, unsere Grundsätze ins 21. Jahrhundert jetzt noch einmal neu zu formulieren. Die CDU ist Partei der Mitte geblieben, aber sie hat neue Antworten gegeben auf neue Anforderungen. Beispielsweise in der Familienpolitik wollen auch bürgerliche Eltern heute eine gute Kinderbetreuung. Und diese Antwort zu geben, ist eine, die nichts mit links oder rechts zu tun hat, sondern die auf aktuelle Anforderungen eine Antwort gibt. Also es ist etwas absurd, an einer Ressortverteilung einer Regierung den Markenkern einer Partei abhängig zu machen. Der Markenkern ist das christliche Menschenbild, die soziale Marktwirtschaft, aber nicht, wer welchen Posten bekommt. In der Tat hätte man sich gewünscht, dass man das Finanzministerium behält. Aber was mich wundert, ist, wie gering man plötzlich das Wirtschaftsministerium schätzt. Für mich als Regierungschef eines Industrielandes ist es hochrelevant, dass der Wirtschaftsminister jetzt die Energiepolitik der nächsten Jahre gestaltet, dass er bei der Gesetzgebung im europäischen Binnenmarkt Regelungen findet, die unserer Industrie und unserem Mittelstand helfen, dass er sich für Mittelstand und Handwerk einsetzt, für Bürokratieabbau, für Digitalisierung. Das sind alles Themen, die in der Kompetenz des Wirtschaftsministers liegen. Und nur weil die letzten Wirtschaftsminister ihren Job schlecht gemacht haben, heißt das nicht, dass das Ressort nicht wichtig ist.